Zurück im Orklager und somit auch zurück bei Satinavs Ketten. So, wir haben immer noch den Auftrag bzw. die Mission hier an diesen drei friedlichen Orks bis jetzt vorbeizukommen. Haben aber, glaube ich, das meiste, was hier rumfliegt, schon eingesammelt. Was haben wir denn hier oben? Ein Orkschild, leckeren Braten, eine Halskette und natürlich die drei Gesellen. Und da hinten noch mehr Orks. Ich habe durchgezählt, sind ungefähr 38 Stück. Daika Yorm Darak, Maruk Sharas. Das Pony zittert unter seiner verfilzten Mähne. Es sieht ganz verwahrlost aus. Pony ist kalt, wir haben eine Decke. Das lasse ich lieber. Okay, geht nicht. Gespaltener Schädel. Da sehen mich die Orks. Okay, da sehen ihn die Orks. Roter Felsen. Der Felsen färbt ab. An einem Brocken im Felsen sind Risse. Aber mit bloßen Händen kann ich den nicht rausbrechen. Okay, rausbrechen. Im Holzbrett vielleicht? Das geht so nicht. Das geht so nicht. Messer? Ah, okay. Schubs. Oh, gutes Messer. Oder schlechter Stein. Roter Stein. Können wir irgendwas einfärben? Lieb. Ach nein. Nicht sehr schlau. Decke färben? Nein. Den Schädel fällt färben? Nichts ein. Fällt nichts ein. Futterbeutel. Holzbrett. Oberkiefer. Ah, können wir zusammenbinden. Ein Wurfhaken. Improvisierter Wurfhaken. Auf den Braten, auf die Halskette, auf das Amulett, nein. Orkschild auch nicht. Die Jungs? Nein. Butterbeutel dran. Bringt auch nichts. Irgendwas zerbrechen? Die abzulenken? Auch nicht. Den Schädel vielleicht heile machen. Jetzt klingt er laut und hohl, wenn man gegen die Schädeldecke klopft. Klingt laut und hohl. Ja. Da können wir auch nichts machen. Ach, man kann hier auch nach links raus. Machen wir einfach mal. Was gibt's hier? Noch mehr Orks. Der Ork hat einen Sprung. Ach, Hobrak. So. Oh, jetzt haben wir hier viele Sachen zum Interagieren. Orkisches Kriegshorn. Der Trommler ist zwar beschäftigt, aber es ist sicherer, wenn er nicht da ist. Wachhund, der passt ja richtig gut auf hier. Rauchende Schalen, der liegt auch irgendwas. Auf Pfeifenkraut, da kommen wir wahrscheinlich jetzt noch nicht dran. Dieser Köter ist im Weg. Wenn er wach wird, ist alles aus.
Hier, was haben wir hier? Noch mehr rauchende Schalen. Wie Funken sprühen, um was zu entzünden? Nee. Orkisches Kriegshorn. Einfach mal ansprechen. Ich könnte versuchen, ihn von hinten zu erschlagen. Aber das würde der Schamane sofort mitbekommen. Decke auf den Wachhund auch nicht. Pfütze. Dieses stetige Getropfe macht einen ganz wahnsinnig. Aber das kenne ich ja aus meinem Zimmer in Andergast. Das heißt, du bist auch schon früher wahnsinnig gewesen. Wollen wir doch mal sehen. Ja, bringen wir seinen Takt durcheinander, oder was? Torog ein Molka! Kuschach reigehoi! Urkmol! Ocha geht rüber! Geht rock noch, knach teirach! Zogach guloch recht teirach! Kommen wir jetzt ans Horn? Rekatschrochai, horok scharas brakarai! Ar Eikar, Barzorak, Ro Jarkach, Kesara. Juroch Dura Gorschoi? To Teirach, Jusha Obrach, Dusum Drasa! Reikor Knach, Takari, Karka. Takai, Karka. Takai, Karka. Takai, Karka. Okay, so. Der Trommler steht beim Schaman. Mist. Der Knoten ist zu fest. Der Knoten ist zu fest. Messer? So geht's. Schubs. Danke für das Horn. Orkisches Kriegshorn lässt sich anscheinend einfärben. Der Stein passt genau in das Horn. Oh, oder auch nicht. Kriegshorn mit rotem Stein. Der Stein passt genau in das Horn. Abgrund. Da kletter ich nicht runter. Der viele Rauch spricht für nichts Gutes. Sonst noch was machen mit den rauchenden Schalen? Ausmachen? Mit Wasser? Nee. Schädel können wir wahrscheinlich nicht laut wieder mitnehmen. Wie eine echte Ork-Trommel. Das hat den Trommler schön aus dem Takt gebracht. Rauchende Schalen. Mit dem Horn? Nee. Gehen wir mal nach hinten. Nach hinten weg. Bei dem vereisten Boden springe ich da lieber nicht rüber. Sonst war es das nämlich mit hoch hinaus. Von hier komme ich nicht an das Wasser. Von hier kommt er nicht an das Wasser. Was haben wir noch? Lücke im Kiefer. Fließendes Wasser, verrotteter Baum, improvisiert. Dann verhakt er sich am Baumstamm. Ich springe ab und hoffe, dass mich der tote Baum trägt. Nein. Aha, also fehlt noch was vermutlich. Schöne Aussicht, Kopf des Ork-Gottes. Ah, die Planke über den Abgrund. Eiskalt. Wasserschlauch reinhalten. Futterbeutel. Können wir jetzt in Wurf haken lassen? Ja. Wir leiten das Wasser um. Das lasse ich, wie es ist. Okay, den Haken kommen wir nicht wieder. Lücke im Kiefer. Bäh, alles voller Asseln. Das Maul muss dringend ausgewaschen werden. Aha. Decke bringt gar nichts.
Was können wir denn noch machen? Ah! Spalt der Götze Blut. Marok! Oh, oh, Taika! Das Zeichen, worauf die Orks gewartet haben. Wahrscheinlich. Taika! Mol Azeki! Mol Kurkna! Usa! Ork! Baruko Kaslota! Na, ziemlich wirkungsvoller roter Färbestein. Können wir es hier nehmen? Das lasse ich, wie es ist. Okay, Geon lässt es, wie es ist. Wasserspiel. Jetzt speit der Götze Blut. Aus der Nähe ist er nicht mehr ganz so schrecklich. Aussicht. Das ganze Lager versammelt sich am Fuß des Götzen. Besser, ich verschwinde von hier. Ah, dann haben wir jetzt den Weg freigemacht, wahrscheinlich. Hoffentlich habe ich kein Unheil angerichtet. Okay, gehen wir mal gucken. Jo, da speit der Götze Blut. Oh, der Hund ist wach. Ganz genau. Dieser Köter ist im Weg. Der Köter ist im Weg. Abstechen. Nein, lieber nicht. Futterbeutel womöglich mit irgendwas füllen. Aber ich glaube, wir haben noch nichts Genießbares. Ah ja, der Weg ist frei. Geschafft. Kommen wir endlich zum Roten See? Folgt mir unauffällig. Aber wirklich unauffällig. Bist einer, der nicht schnell aufgibt, was? Ja, so einer bin ich. Das Spanferkel können wir auch dem Hund geben. Ja, das wird vermutlich der Rote See sein. Der Rote See? Aber nirgendwo ein Forscher. Dort vielleicht. Hallo! Nicht so laut, die Orks! Ich wollte es gerade sagen. Mach nicht so ein... Ja, hey. Wer seid denn ihr, junges Volk? Was? Hallo, Kobold. Du bist der Kobold des Feenforschers, nicht wahr? Nein, ich bin ein Auerhahn. Ein Auerhahn, du kriegst mich nicht. Weißt du, wo seine Höhle ist? Ich weiß es, ich weiß es. Sehr gut, wo ist sie? Das sage ich nicht, ich petze nicht. Aha, müssen wir den auf seiner Unsichtbarkeitsflugroute irgendwie abfangen? Seltsame Pflanze. Hey! Schließt wohl nicht leicht Freundschaften, was? Du sagst es. Ja, Schmetterling und Blüte. Jetzt kann sie uns begleiten. Die Blüte eingesammelt? Ja, haben wir. Felsspalt, Roter See. Ich riskiere mein Leben nicht für eine Pflanze. Noch mehr roter Felsen. Der Felsen färbt ab. Diese Steine haben den ganzen See rot gefärbt. Nochmal das Messer? Nein. Das wäre auch zu einfach. Gelehrter Herr, seid ihr hier? Nur Schnee und Felsen. Von einem Versteck keine Spur. Der Kobold noch mehr zu sagen? Jetzt zeig uns schon den Weg zur Höhle. Nein, ich habe zu tun. Okay, also der springt vom Ast
auf die seltsame Pflanze, auf den roten Felsen und wieder zurück auf den Ast. Vermutlich müssen wir ihm dann auf irgendeine Art und Weise eine Falle stellen. Nur wie? Zurück und das Fleisch holen. Den ganzen Braten schleppe ich nicht mit. Machen wir ein Stück ab. Messer. Ein Stück muss reichen. Fleisch? Auch als der voll war, war da sicher kein Fleisch drin. Okay, also nicht in den Futterbeutel. Können wir das direkt dem Hund geben? Fress, kleiner orkischer Kampfhund. Jawohl. Und Pfeifenkraut ist unsers. Pfeifenkraut in die rauchenden Schalen rein. Okay, da waren aber noch zwei Sachen. Genau, das Amulett. Und der Orkschild. Amulett ist unsers. Und Orkschild. Schwupps auch. So, dann vermute ich mal, dass wir jetzt mit diesen Sachen versuchen müssen, den Kobold. Wirklich? Oh ja, und so kam es, dass ich nach 700 Wintern der Einsamkeit endlich. Aber später mehr, mein Kind. Dein Rübengesicht ist wieder da. Das Rübengesicht. Erzählt er noch mehr, wenn wir den Bildschirm verlassen? Nochmal zurück. Nein. Bleib stumm. Wir geben dir Pfeifenkraut und du zeigst uns den Weg zum Forscher. Hab genug und meins ist besser. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Oder müssen wir nochmal Fleisch abschneiden? Für die seltsame, möglicherweise fleischfressende Pflanze? Ein Stück muss reichen. Okay, ein Stück muss reichen. Den ganzen Braten schleppe ich nicht mit. So funktioniert es schon mal nicht. Ein Stück muss reichen. Können wir dem Hund das Fleisch wieder wegnehmen? Vermutlich nicht. Nein. Nicht selektierbar. Okay, war hier noch was? Auch nicht mehr viel. Mal mit Nuri sprechen vielleicht? Wenn wir den Feenforscher gefunden haben, wird alles gut? Ich hoffe es. Erforscht mich aus, bis ich ohne Schmerzen zaubern kann. Dann kann ich dir jeden Wunsch erfüllen. So heißt es in den Märchen. Vielleicht zeigt dir der Forscher auch einen Weg zurück in deine Welt. Dort wärst du in Sicherheit. Hör auf damit! Sonst kehre ich sofort um. Ich gehe nicht in meine Welt. Nuris Heimat? Was ist denn so furchtbar an deiner Heimat? Ist der Feenforscher eigentlich auch ein Mensch? Du lenkst ab. Du lenkst ab. Also gut. Dann behalte dein Geheimnis für dich. Und der Verbleib des Raben. Ja, stimmt. Wo steckt er eigentlich? Wo ist eigentlich schon wieder der Rabe? Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Meinetwegen braucht er von seinen Auskundschaftungen gar nicht zurückzukehren. Aber er hat uns schon so oft geholfen. Ach ja? Ich höre ihn immer nur abfällige Kommentare geben. Er hat uns vor den traurigen Feen gewarnt. Ja gut, das eine Mal. Und bei den Orks hat er uns auch geholfen. Hm. Außerdem? Ja, schon gut. Er darf ja gern wiederkommen. Gut. Nuri hat auch nichts zu sagen. Ich schaue mich mal weiter um. Dann werden wir im nächsten Teil versuchen, auf irgendeine Art und Weise diesen Kobold, der da oben noch so zufrieden auf seinem Ästchen sitzt, einzufangen, um den Weg zum Feenforscher zu erfahren. Bis dahin macht's gut, danke fürs Zusehen und tschüss.